Herzlich willkommen bei S21 Bau TV. Ein Blick auf die Wandstütze von K15, aber nicht nur Wandstütze, sondern auch Mitteleingang. Und zwar könnte ich mir vorstellen, dass es ja hier so weitergezogen wird und das Ganze ein bisschen hohl aussieht wie ein Kelch. Ja, warum auch nicht, denn dahinter braucht es ja nur Erde. Hier dann der Anschluss an die Wand und hier oben Anschluss an K15. Und das möchte ich mir noch aus der anderen Perspektive anschauen. Deswegen geht es ein Fenster weiter. Und ich würde mal sagen, da sollte jemand seine Zeichnung ändern. Na gut, von oben sieht es vielleicht doch so aus wie hier. Jedenfalls ist nur noch der Bereich der Seitenwand offen. Also das ist ja immer das Stück von der Schwindgasse. Und wie die meisten wissen, K15 hat jetzt die komplette Schalung, braucht noch den Feinschliff und dann kann es losgehen mit der Armierung. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!